Hallo und herzlich willkommen bei den Chaos-Ossis. Ich grüße euch. Heute bin ich mal wieder alleine. Robert und ich hatten gerade nämlich ein total episches Duell gehabt in DevPro. Wir haben gegen zwei Spieler gespielt. Einer davon ist Phoenix Reaper und schaut's uns einfach mal an. Also, das Ding war echt Schmacke. Dann wollen wir mal loslegen. Im Endeffekt, das Problem, was wir ursprünglich hatten, ist folgendes, dass wir beide einfach nur total beschissen gezogen haben. Also, guckt euch diese beschissene Hand an und es wird definitiv noch besser werden. Ich konnte nichts machen, außer mal kurz ein paar Lebenspunkte abzocken. Und dann hat er Gorts gespielt. Also, wieder die A-Karte gezogen. Jo. Aber wie gesagt, schaut's euch einfach mal an. Es wird extrem lustig und vor allem muss man dazu sagen, das Ende ist überraschend. Auf alle Fälle ist jetzt Europa dran. Das siehst du da schon der zweite. Universosan. Okay, wie dem auch sei. Universosan und Phoenix Reaper, wenn ihr das seht oder hört oder irgendwas, danke fürs Duell. Es war einfach nur hammergeil. Es hat wirklich mega Laune gemacht. Und dieses Vieh. Es hat genervt. Ich hatte nie so viele Zauber- und Feinkarten auf der Hand. Und weil ich hatte nur Zauber- und Feinkarten. Die Schrottchimäre war die einzige Karte, die ich gezogen hatte, dass ein Monster war. Ja. An der Stelle hat Robert mir dann gesagt, er hatte vor, eigentlich den Vampir-Lord zu beschwören. Problem, wir hatten kein Monster. Gut. Also haben wir mal das Beste draus gemacht. Wir sind ja keine Rage-Quitter oder Leute, die wirklich aufgeben, wenn es mal brenzlig wird, sondern wir kämpfen wirklich bis zum bitteren Ende. Außer die Zeit wird knapp. Ist bei mir häufiger. Guckt euch das an. Nur Schauer an Feinkarten. Da ist meine Hand wieder entleert. Wir kämpfen wirklich bis zum bitteren Ende, außer wie gesagt, wenn die Zeit knapp wird. Beispielsweise, wir müssen auf Arbeit. Ja, gut. Weiter geht's, Zug 14. Es sieht immer noch nicht besser für uns aus. Im Gegenteil, der Gegner hat am Ende dieses Zuges mehr als doppelt so viele Lebenspunkte wie wir, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oder auch nicht. Ich habe mich falsch dran erinnert. Passiert auch mal. Auf alle Fälle war das der Zug, wo man sagen könnte, es geht endlich bei uns los. Ich hab Monster! Und das ist normalerweise so der Stand meiner Starthand in dem Schrottdeck. Also ich hatte wirklich extremes Pech gehabt. Und mein Schrottdeck ist auch eines meiner stärksten Decks, das ich überhaupt habe. Und auch eines meiner lustigsten und für den Gegner, glaube ich, am nervigsten. Auf jeden Fall Fluchtroboter am meisten drüber. Jetzt kommt ein Zug. Das wird der Untergang des Gegners. War nämlich total lustig gewesen. Wenn ihr euch erinnert, ich habe Kreaturentausch auf der Hand. Was wir daraus machen, werdet ihr gleich sehen. Ja, das war fehlgeschlagen. Eigentlich wollte ich die Schrottchimäre zerstören. Ups, ich zeig's euch mal kurz. Warman. Den zu beschwören. Ja, ich habe geflucht während des Duells, dass ich das Viech zerstört habe, das Biest anstatt die Chimäre. Ja, hätte gleich anders laufen können, aber im Endeffekt war es auch unser Glück gewesen. Warum? Wie gesagt, seht ihr gleich. Das war einfach bloß der Sinn, wir brauchten einen freien Platz, weil wir nichts hatten. So. Und jetzt ging's los. Wir haben gebankt, dass er kein Monster spielt. Und das war unser Glück gewesen, weil Kreaturentausch ist auf der Seite basiert. Jeder wählt ein Monster auf seiner Seite aus und tauscht es. Und da er nur Schrott den Drachen hatte, voilà, kann losgehen. Und jetzt seht ihr, wie mein Deck normalerweise vom ersten Zug anläuft. Wirklich sehr, sehr nervtötend. Was hat er eigentlich hier liegen gehabt? Aha. Interessant. Und ihr seht schon, es hat 23 Züge gedauert, bis wir das Ding endlich wenden konnten. Da wollte Robert wissen, was er verdeckt liegen hatte. Ja, Feuer frei. Dachten wir. Dann kam dieses komische Kuri-Viech da.
Und da muss sich Robert auch mal anschnauzen, warum er mit den Drachen angegriffen hat, anstatt mit seinem Vampir. Aber naja. Das Ende vom Lied war, der Gegner hatte noch eine Runde Zeit und hat versucht, wieder eine Finte zu legen. Was mein Schrottdeck natürlich wieder schön zunichte gemacht hat. Also habe ich angegriffen. Ja, dachte ich. Er hat nochmal den Drachen zerstört. Und das war's. Also, ich muss wirklich sagen, dieses Duell war der pure Hammer gewesen. Es hat so eine Laune gemacht, vor allem, wir haben beide geflucht und überlegt, wie wir aus dieser Misere rauskommen. Weil, wie gesagt, wir hatten nichts auf der Hand, um überhaupt irgendwas zu machen. Wir haben uns gerade mal so übers Wasser gehalten. Und erst dann, als ich angefangen habe, ordentlich zu ziehen, ging's los. Und das Ende vom Lied war, wir haben das Ding komplett in der 23. Runde gewendet. Und haben in der 27. Runde gewonnen. Also sprich innerhalb 4 Züge 16.000 Lebenspunkte. Gut, 16.000 minus 1.700 macht 14.300 Lebenspunkte ausradiert. Das muss man erstmal schaffen. So, liebe Freunde, ihr seht, das Replay ist beendet. Das sollte auch nur mal ein ganz, ganz kurzes, lustiges Video sein, weil ich mir dachte, das muss ich euch mal zeigen, weil es wirklich total viel Spaß gemacht hat. Wer mal Bock hat, gegen mein Schrottdeck zu kämpfen, immer her. Es ist nicht das Stärkste, aber es macht wirklich Laune, mit dem Deck zu kämpfen, beziehungsweise ich hoffe, den Gegner macht es auch genauso viel Spaß wie mir. Obwohl, wenn ich mir recht überlege, auch eher weniger, aufgrund dessen, da dieses Deck sehr nervtötend sein kann. Ich freue mich auf alle Fälle über Herausforderungen. Mit einer kleinen Regel, ich hasse Necros. Necros und Pendulum sind einfach nur Karten, die nervtötend sind. Gewinne ich auch ab und zu mal gegen, besonders gegen Necros mittlerweile. Aber trotzdem, ich hasse diese Karten, weil sie einfach bloß den Sinn von Yu-Gi-Oh! Zerstören. Wie dem auch sei, ist meine persönliche Meinung, ihr könnt es anders sehen. Ich freue mich darüber, wenn ihr uns einen produktiven und positiven Kommentar gebt. Konstruktiv, das Wort habe ich gesucht. Über jedes Like freuen wir uns und nicht vergessen, teilt das Video und einen Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.